Was ist der Gedanke und welcher Art ist sein Verhältnis zum Gehirn? Wenden wir uns um Aufklärung über diese Frage an die positive Wissenschaft, so bleibt sie uns die Antwort schuldig. Alles, was sie darüber zu sagen wusste, ist in dem Satz enthalten, dass der Gedanke eine Funktion des Gehirns ist. Einem Satz, der nur in kurzer Fassung die allbekannte Tatsache der strikten Abhängigkeit der psychischen Prozesse von der physiologischen Tätigkeit des Gehirns und des engen Zusammenhanges gewisser Seelenfunktionen mit bestimmten Gehirngebieten zum Ausdruck bringt. Aber wieso der Gedanke eine Funktion des Gehirns sein kann, das wissen wir nicht. Nein.